Eigentlich etwas, das ich auch nicht wissen will, aber naja, man nimmt halt mit, was man so kriegt, ne? Ist dieses Video. Vom Titel schon mal sehr vielversprechend. YouTuber machen bei uns Kennex bisschen diese andere. Mein Gefühl sagt mir so, tfu. Auf jeden Fall ein sehr kreativer und wilder Titel. Mal sehen. Oh, Odin. Hallo Karl, bitte pass gut auf dieses vegane Prime auf. Mach ich. Veganer Kuss. Bin mir aber ziemlich sicher, dass Twitch Prime nicht vegan ist. Check den ersten Link in der Beschreibung ab, wenn alles funktioniert, bin ich live, wenn nicht, dann ich. Bruder, IBK, Amiola, jeder fragt nach dir, Bruder, jeder will Videos von dir sehen, Ola. Egal, wo ich hingehe, Bruder, die fragen nicht nach meiner Mutter, die fragen nach deinen Videos, Ola. Letztes Mal mein Onkel, der sagt mir nicht, Salam Aleikum, der sagt, wann macht IBK neue Videos? Und Leute, ich schwöre euch, ich will bitte nach diesem Video mindestens 100.000 D-Abos haben, weil ich jetzt mal wieder das ausspreche, was ich denke. Und ich weiß ganz genau, dass das vielen Leuten nicht passen wird, weil ich merke auch selber meine... Halbe Fritz Meinecke. Ich warte auf den Tag, wo Fritz Meinecke dann im Dezember so ein Video machen wird. Ne? Da freue ich mich drauf. Wenn ich eine wilde Prediction raushauen dürfte an dieser Stelle, dann würde ich sagen, dass Fritz Meinecke hält sich ja derzeit gut zurück. Im November gibt es dann Seven in the Wild. Und dann im Dezember lässt er die Bombe platzen. Ne? Mein Kampf gegen Cancel Culture oder so. Das wird großartig, da freue ich mich drauf. Community oder bei meinen Abonnenten sind auch viele Leute bei, die ich gar nicht von der Community haben will, die wirklich von irgendwelchen anderen Communities gekommen sind, aber auch so eklig heuchlerisch unterwegs sind. Deswegen möchte ich ein bisschen ausmisten und diese Leute am besten Abstand einfach weg. Aber wie immer gilt bei mir die Regel, scheiß auf euch, ich sage das, was ich denke. Hin und wieder, wenn ich aggressiv... Der Desktop ist wild. Ja, der Desktop ist sehr wild. Mein Desktop ist ultra aufgeräumt, weil ich überhaupt keine Programme mehr auf meinem Desktop habe. Mein Desktop sieht einfach komplett clean aus. Absolut clean. Absolut clean. Habe und irgendwo meine Wut rauslassen will, gucke ich mir YouTube-Videos an. Wie ihr wisst, mag ich 90% der Szene eh nicht und ich weiß nicht, was das ist. Aber wenn ich nachts in meinem Bett liege, habe ich immer diesen etwas ist in mir. Rechtsklick, Desktop-Symbole anzeigen. Nein. Sagt, oh, ich will Streit. Oh, ja, ich weiß nicht. Das ist anscheinend mein Hobby, mir irgendwelche Punkte zu suchen, die mich abfacken und danach die einfach vor der Kamera auszusprechen. Ich habe so eine Streamerin entdeckt, die nennt sich Phoebe. Phoebe, was ist die Hauptstadt von Italien? Paris. Baba, Schule abbrechen lohnt sich. Erfolgreich im Internet, das ist die Zukunft natürlich. Phoebe, das ist so eine 16-jährige Streamerin, die zu irgendwelchen 30-jährigen Männern nach Hause geht, um mit denen Livestreams auf Twitch zu machen. Oh Gott, ey. Oh. Cool, du bist Streamerin geworden. Der ein oder andere kennt sie vielleicht von damals. Da hat sie noch mit dem sehr beliebten YouTuber Z-Max Fake-Videos gedreht. Woher ich das weiß, Z-Max konnte genau wie Pumping Monkey die Leute nicht richtig zensieren. Und dann hat man einfach ihr Gesicht gesehen. Die wurde höchstwahrscheinlich einfach nur von diesen ganzen Streamern aufgenommen, weil die in ihrer E-Sportler-Szene irgendeine weibliche Person haben wollten. So dass die ein bisschen Frauenquote auch da drin haben. Ich wette mit euch sogar, dass diese ganzen Streamer selber privat mit dieser Phoebe nicht wirklich was zu tun haben wollen. Warum sollte jetzt ein 30-jähriger Streamer, der voll erfolgreich ist, mit so einer 16-Jährigen, die nicht einmal wirklich lustig ist oder unterhaltsam oder sonst was, Bock haben, die ganze Zeit zu zocken oder mit dir abzuhängen oder sonst was. Jetzt geben wir uns erstmal ein Video von ihr. Ich guck einmal diesen verkackten Chat und da stehen... Und die Leute schreiben trotzdem irgendeine Scheiße rein. Ich sitze einfach da und die Leute schreiben wieder so eine Scheiße rein. Boah. Oder die ist 16. Jetzt mal einen Gang zurückschalten. Boah. Ich werde später alles dafür geben, dass mein Kind kein YouTuber wird oder Social Media, sonst was. Ich schwöre, mein Sohn, Tochter später, die wird mit Brieftaube kommunizieren. Oh mein Gott, ey Phoebe, wenn du dich damit klar... Wenn Frauen Erfolg haben, dann nur, weil Männer das erlauben. Was auf Twitch tatsächlich jetzt gar nicht so weit von der tatsächlichen Realität entfernt ist, ne? Also, Twitch ist schon insgesamt gesehen eine ziemliche Pimmelparade. Kommst, mach dir einfach einen Account bei YouTube Kids. Da kann man wenigstens nicht kommentieren. Von mir aus geh auch auf YouTube Kids live. Vielleicht gibt's irgendwann ein Update für dich. Frisch zum Beispiel meinen Führerschein hinbekommen habe. Und sogar ein paar Tage später habe ich ja direkt so Twitch-Partner bekommen, ne? Meine Wohnung, die war zwar nicht fertig, aber das war für mich gar kein Problem. Ich war einfach sorgenlos, wisst ihr? Komplett. Es war dieses, ich hatte jetzt endlich Zeit, einen Algorithmus für meinen Alltag zu finden. Boah, du bist richtig in der Internetwelt hängen geblieben, dass du schon sagst, einen Algorithmus für deinen Alltag zu finden. Ich bin 45 Jahre alt und ich habe weder eine eigene Wohnung, weder noch einen Führerschein oder sonst was. 16, sie redet mir von Sorgen. Mit 16 habe ich noch Schulbescheinigungen geholt, damit meine Mutter noch Wohngeld bekommt. So traurig gemacht, dass ich an diesem Tiefpunkt jetzt wieder bin, dass ich wegen anderen Leuten mich so... Ich hasse es so...
Ihr versteht das nicht, dass ich meine Persönlichkeit gerade so hasse. Ich hasse mich so dafür und ich weiß nicht, wie ich es behebe. Kamera ausmachen, an den Schreibtisch setzen, Hausaufgaben machen, Schulabschluss machen, mit Familie, mit Freunden reden. Ich war so traurig, aber ich konnte es halt nicht sagen. Ey, so wie die da sitzt und heult, so saß ich an meinem Schreibtisch früher und hab geheult, weil ich irgendeine Matheaufgabe nicht verstanden habe oder in der Klassenarbeit eine 5 geschrieben habe. Das waren meine Sorgen damals. Und ich habe auch mit 12 Jahren mit YouTube angefangen. Problem ist jetzt nur, dass man es so weit geschafft hat, dass ich mich jetzt selber hasse. Und das hat mich schon alles sehr verletzt. Und sehe die ganzen Leute, die mich nicht mögen. Das ist so schlimm. Ich hasse meine Art einfach. Und ich will sie gerade noch auf Krampf ändern jetzt. Und die Leute beschweren sich, wenn man sich verändert. Aber wenn man so ist, wie man ist, ist es auch nicht richtig. Jeder Bauer will heutzutage TikToker oder YouTuber werden, einfach nur um von Leuten gemocht zu werden. Das ist aber komplett falsch. Macht Videos, macht TikTok, macht Livestreams, aber in dem Maße, dass ihr das selber feiert und euch selber das Spaß macht und ihr damit hoffentlich Geld verdient. Und natürlich im Idealfall keinem damit schadet. Ja, Alter, der Zug ist abgefahren. Dafür ist der Kapitalismus schon viel zu weit in dem System verankert. So, niemand macht mehr YouTube-Videos, weil es Spaß macht oder streamt, weil es Spaß macht oder so. Absolut niemand. Die machen das alle mit finanziellem Interesse. Wir alle machen das mit finanziellem Interesse. Aber macht das nicht, weil ihr wollt, dass Leute... Ich check irgendwie nicht, warum Maybe Kate so sich auf sie... Also ist eine 16-Jährige, jetzt mal bei aller Liebe, so... I don't know, ob das notwendig ist. Vor allem sollte man in dem Fall eben auch irgendwie so ein bisschen darüber Bescheid wissen, dass da in der Zuschauerschaft schon die ein oder andere schwierige Gestalt unterwegs ist. Und wenn die sich dann auf eine 16-Jährige festfahren, dann ist das ziemlich eklig. Leute euch mögen und sagen, boah, das ist voll lustig, voll cool. Das war zum Beispiel nie meine Absicht, dass mich unbedingt alle Leute mögen. Aber am Ende des Tages, ich hab das gesagt, was ich sagen wollte. Ich hab das gemacht, was ich denke. Fertig. Wenn klappt, klappt. Wenn nicht klappt. Das Jobcenter in Kerpen bei Köln. Anlaufstelle für Hartz-IV-Empfänger, für Menschen ohne Arbeit, ohne Einkommen. Und das ist jetzt auch der Punkt, was mich bei so einer Phoebe abfuckt. Die kriegt da irgendwelche Dislikes, sie fuckt sich ab und hat schlechte Laune. Und was machen diese ganzen Streamer? Machen Statements, machen Videos und sagen, ja, ey Leute, hört doch auf sie zu haten. Sie beschützen sie alle, was ja auch an sich gut ist. Aber warum machen das nicht diese ganzen Streamer, wenn es um irgendwelche anderen Leute geht, die nicht in ihrer Bubble sind? Und nicht gut. Nicht gut. Finde ich nicht verständlich. Ich glaube, dass eine 16-jährige Streamerin zu verteidigen, die sich so nicht wirklich hat viel zu Schulden kommen lassen, jetzt nicht ein guter Vergleich ist und auch nicht analogisch zu verwenden ist zu dem, was beispielsweise in einem ApoRed passiert. Ich bin voll dabei, dass wir alle mal so ein bisschen unsere Morals straight kriegen sollten, weil ich auch das Gefühl habe, und nicht nur das Gefühl habe, sondern ganz eindeutig erkennen kann, dass so ein Orange Morange oder so ein Skurrows oder ein Apo Red, da sind alle Mittel recht, weil es trifft die Richtigen. Da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, so jeder für sich, ne? Aber das ist kein guter Vergleich, ne? Mir ist es jetzt auch scheißegal, wenn Leute sagen, die ist erst 16. Der kleine Pissamobi, der in meinen Videos war, der einmal das Wort behindert in einem Video von mir gesagt hatte, ich wurde wegen seiner Aussage knallhart und muss irgendeine scheiß Strafe zahlen. Oh, es war den Leuten scheißegal, dass er zu einem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt war. Wenn ihr jetzt auf einmal diese Moralapostel spielen wollt, ne? Was war damals mit dem südländischen YouTuber Dets Bekir? Ihr wisst gar nicht, was in meinem Inneren abgeht. Ich meine das ernst. Ich muss mir tagtäglich hören, dass ich gehatet werde. Ich habe so eine richtige Wut, Mann. Allen Seiten gehatet. Aber war der nicht zu einem Zeitpunkt auch erst 16? Yunus Amiri hat auch gut Hate abbekommen. Komisch, dass bei diesem ganzen... Ja, ich sehe den Punkt, den er versucht zu machen und ich glaube, da hat er auch einen. hear me out. Ich glaube schon, dass viele es ein bisschen geiler finden, auf Migranten rumzuhauen. Ich glaube, da hat er einen Punkt. Und ich, ohne das jetzt irgendwie, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Gamescom-Geschichte, wenn das Ausländer gewesen wären, die wären nicht so lange auf Twitch noch. Ne?
Wenn sich so drei Ausländer auf der Gamescom boxen, ich glaube, das wäre... Kenneck-YouTubern ist nicht irgendwie juckt, wenn sie 16 Jahre alt sind, dann nicht irgendwelche Leute kommen, wo der Streamer-Bubble kommt und sagt, ey, lass den doch mal der Arm und so. Ich war wiederum der Einzige, der beispielsweise damals bei einem Let's Play hier gesagt hat, ey Leute, hört doch auf, übertreibt doch nicht. Jetzt braucht ihr mir auch nicht zu sagen, ja, aber Phoebe hat im Gegensatz zu den genannten YouTubern nichts Verwerfliches gemacht. Ja und? Mit dieser Begründung würdet ihr implizieren, dass dann eine gewisse Form von Hate gerechtfertigt ist und Hate sehr wohl irgendwie weiterhin existieren soll. Wenn irgendein YouTuber vor der Kamera erzählt, dass er Depressionen oder sonst was hat, dann kriegt er Hunderttausende von Nachrichten von Leuten, die sagen, oh mein Gott, es tut mir so leid für dich. Gut, dass große YouTuber auf Depressionen und so aufmerksam machen. Wo damals sich Kuchenfrau bei dem Mord an meinen Cousin lustig gemacht hat, hat mir kein einziger größerer YouTuber oder Streamer oder sonst was privat eine Nachricht geschrieben und wenigstens gesagt, mein aufrichtigstes Beileid. Und unabhängig davon haben dann sogar noch andere Leute auf YouTube Folgendes behauptet. Für Geld hast du deinen toten Vater f***en lassen auf YouTube, deine Mutter die lassen, jetzt lässt du auch noch deinen Cousin Sünde. Der Clickbait auf den Toten seiner Familie. Guck mal, ey, jetzt mal bei aller Liebe. Ohne da, ich möchte das, ey, ich sag das jetzt nicht, weil ich mache jetzt hier den Oberallmann. Versteht, das letzte Video ist sehr schlecht geendet, was du, der das gesagt hat, ne? Tora, vielen Dank, Mann. Vielen Dank fürs Sehen. Der Allmann am Sonntag, ja? Der Linksradikale muss jetzt mal ein bisschen sich zu der ganzen Geschichte äußern. Ne? I think he's got a point. Oh, okay. Hear me out. Ich mag ABK. Ich mag ABK nicht besonderlich. Ich finde seine Community-Dynamik ziemlich... ziemlich grenzwertig bis strafrechtlich relevant, was da teilweise an Animationen und so passiert, um Leute mit Wellen von Hassnachrichten zu belagern. Das ist alles mies, aber hear me out. Ich glaube, Menschen mit Migrationshintergrund haben in Deutschland eine fucking schwierige Zeit. Eine sehr schwierige Zeit. Und man kann und sollte und in meinen Augen darf man diesen Menschen Diskriminierungserfahrungen nicht absprechen. Und dann kommt die Sozioökonomie ins Spiel. Wenn du dein Leben lang diskriminiert wirst aufgrund deiner Herkunft, dann entwickeln sich Dynamiken und zwar auf beiden Seiten. Ja? Ich habe auch das Gefühl, dass wir mit Menschen mit Migrationshintergrund anders umgehen als mit Deutschen. Auf YouTube. I'm just fucking saying. Und während ich alles, was der macht, nicht cool finde, glaube ich, haben wir da ein Problem. Aber die hat doch Real Rap nichts gemacht. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Aber Wie ist das denn, wenn über Depressionen berichtet werden? Das ist da wirklich so, dass wir uns eher mit Deutschen solidarisieren, oder? Wir gehen mit Ausländern anders um. Wir als Gesellschaft. Und das begrenzt sich nicht auf den Edeka oder unsere Stadt oder unser Bundesland, sondern das ist auch auf YouTube der Fall. Es ist immer ganz interessant, dass ABK jetzt auf seinem Cousin rumreitet und eigentlich den Tod seines Cousins dafür missbraucht. Also, ach, der soll doch die Fresse halten, ey, wirklich. Sich halt wirklich fragen, wer beschädigt den Ruf des Cousins? Ist das jetzt KuchenTV oder ist das am Ende doch... Wow, also jetzt mal bei aller fucking Liebe, aber da hört's doch fucking auf, Mr. Zwiebergesicht, ey. Also das ist schon sehr fucking mies. Also das ist schon ein Hot Take, der wirklich hot in die Mülltonne gehört. Ebig. Auch die Sache mit dem Cousin wurde hier abgemahnt. Was mich aber wirklich einfach daran traurig macht, ist die Tatsache, dass du diesen dummen und respektlosen Spruch von mir auf eine Stufe stellst mit Aussagen wie ABK wird zu Kartoffelbrei. Wie ekelhaft sind diese Leute bitte? Obwohl ich nicht mal derjenige bin, der den Mord an meinen Cousin öffentlich gemacht hat. Und sobald ich mich dazu äußere, heißt es, oh, du nutzt das Ganze für Klicks aus. Genauso wie es damals war, als ich über meinen verstorbenen Vater gesprochen habe. Da haben Leute sich darüber lustig gemacht. Der Vater war immerhin
sondern und bleibt auch ein Lehrfett. ABK, meine letzten Worte an dich. Hater belästigen mich. Ja, das ist fucking dreckig, ne? Das ist fucking dreckig. Beleidigen meinen toten Vater. Wenn ich das ist fucking dreckig, das ist total ekelhaft. Wert habe, wurde wieder gesagt, du nutzt das Thema für Klicks aus. Und kein YouTuber sagt was. Wenn die darüber reden, dass deren Beziehungen nicht geklappt haben oder dass die depressiv sind, bekommen die Mitleid, jeder setzt sich dafür ein, jeder reagiert darauf. Wenn ich als ABK irgend so ein Kenner auf dieser Plattform so ekelhafte Sachen abbekommt, setzt sich gar keiner dafür ein. Und das ist auch der springende Punkt, warum ich gar kein Mitleid mehr mit diesen ekelhaften Leuten habe. Die einzigen, die öffentlich wirklich was dazu gesagt haben, waren Montana Black und Unge. Das rechne ich Unge noch sehr hoch an, auch wenn ich noch irgendwo auf ihn abgefuckt bin. Deswegen entschuldige ich mich an dieser Stelle nochmal bei Unge, dafür, dass ich privat über ihn schlecht geredet habe, dass ich teilweise noch irgendwo gestichelt habe und auch sticheln werde. Ich finde ihn trotzdem noch irgendwo ein bisschen link. Egal, machen wir weiter. Komm, fange ich einmal an, auf YouTube zu sagen, ich fühle mich irgendwo ein bisschen diskriminiert. Leute, fang an. Spielst du jetzt die Ausländerkarte? Ja, ja, ja. Ich glaube, das müssen wir wirklich irgendwie mal akzeptieren. Da müssen wir mal unsere Morals straight kriegen. Ausländer spielen nicht die Ausländerkarte. Ne? Es gibt Situationen, wo die Herkunft absolut nichts damit zu tun haben. Beispielsweise hat ApoRed ja auch Carina Rassismus oder rassistische Motivation unterstellt. In diesen Momenten hat das relativ wenig damit zu tun. Aber auch das kann einfach nur eine Wahrnehmungsgeschichte sein. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, gesellschaftlich diskriminiert zu werden. Und ich glaube, dass Menschen mit Migrationshintergrund immer, egal ob es so gewollt ist oder nicht, ein tiefes Diskriminierungsempfinden in sich tragen. Und das ist, glaube ich, auch gut zu erklären. Ja? So, wenn du für deine Herkunft diskriminiert wirst, und zwar permanent, dann geht man wahrscheinlich auch permanent davon aus, dass alles irgendwie mit deiner Herkunft zu tun hat. Und damit rechtfertige ich keine Aktionen von ApoRed oder von ABK oder von sonst wem. Das ist weit außerhalb meiner Intention. Mir geht es darum, dass ich mir vorstellen kann, dass da was dran ist. Und darf man das dann nicht mehr ansprechen? Absolut, absolut darf man das ansprechen. Absolut darf man kritisieren. Ich bin ein riesiger Fan davon, auch Menschen marginalisierter Gruppen für Fehlverhalten zu diskriminieren. Das mache ich am laufenden Band. Ich denke trotzdem, dass da eine Ungleichbehandlung stattfindet. Ich glaube, das passiert. Und ich glaube, dass man da auch, wenn man da wirklich mal als neutraler Außenbeobachter drauf schauen würde, denke ich, könnte man da einen sehr guten Case machen. Was fällt dir jetzt eigentlich ein? Amanakim, ein Mimi, liegt in seinem letzten Video ein Foto von ApoReds Frau, die eigentlich Kopftuch... Das hat mir Fuba übrigens auf Twitter erklärt. Was da das Respektlose dran ist, das wäre mir als deutsche Kartoffel gar nicht eingefallen. Aber sie trägt, also auf dem Passfoto in ihrem Personalausweis, warte mal, ich lese es einfach vor, ich kann das selber nicht so gut wiedergeben wie Fuba. Fuba ist direkt betroffen. Lass es einfach von fucking Fuba lesen. Wir müssen das irgendwie in unser deutsches Kartoffelgehirn irgendwie reinkriegen, und das geht eben am allerbesten, wenn wir Betroffenen zuhören. Ich muss gerade ein bisschen runterscrollen, bis ich es finde. Hier. Also, Jo Mimi, du sagst, du seist ein Gentleman in deinem Video und hättest deshalb die Ehefrau so lange rausgehalten. Nachdem du sie nun einmischst und ich am Ende des Videos nicht erkennen kann, wieso es nun nötig war, sie in der Öffentlichkeit zu präsentieren, ein paar Worte an dich. Für die Zukunft wäre es cool. Das ist übrigens, ich finde, Fubas Umgang mit Kritik ist fucking vorbildlich. Da können wir uns alle eine Schippe von abschneiden. Dieser Mann ist Rassismus betroffen.
Dieser Mann ist diskriminierungsbetroffen. Und nicht nur er, sondern seine gesamte Familie. Und dennoch bekommt er es hin, Kritik, die ihn selbst betrifft, brutal, brutal respektvoll und sachlich auszuformulieren. Das ist fucking vorbildlich, Freunde, ne? Nur damit wir uns das mal irgendwie hinter die Löffel schreiben. Für die Zukunft wäre es cool, wenn du statt Moslem, was durch Faschos und Islamhasser genutzt wird und negativ konnotiert ist, lieber Muslim, Muslima als korrekten Begriff nutzt. Oh, die. Darüber würde ich mich freuen, da dies der feine, aber respektvolle Unterschied ist. Wieder was gelernt, oder? Ich glaube, für viele ist das auch neu. Und das heißt nicht, wenn ihr in der Vergangenheit Moslem benutzt habt oder das immer noch tut, dass ihr Islamhasser oder Faschos seid. Ne? Nur damit das klar ist. Hier sagt euch jemand, das ist der respektvolle Umgang. Ne? Selbstbestimmt. Das ist eine selbstbestimmte, selbstgewählte Bezeichnung. Dass es für mich überaus fragwürdig ist, wie du an solch überaus sensible Dokumente kommst, lasse ich außen vor. Was aber sehr kritisch und hochgradig respektlos ist, dass du die Ehefrau nun, wieso auch immer, doch in die Öffentlichkeit zerrst. Dabei veröffentlichst du, zum Teil zensiert, was sich, wie du ja weißt, mit Software einfach rückgängig machen lässt, und zum anderen Teil unzensiert. Die Ehefrau ist Muslima und auf ihrem öffentlichen Dokument, jetzt wird's wichtig, auf ihrem öffentlichen Dokument ist sie mit Hijab abgebildet. Auf dem privaten Foto, was du Gott weiß woher hast, ist sie verständlicherweise leicht bekleidet und ohne Hijab. Das ist wichtig. Völlig egal, ob wir das irgendwie nachvollziehen können, weil wir christliche Kartoffeln sind. Aber es gibt Menschen, und das sind keine Terroristinnen, denen ist das wichtig, okay? Ich unterstelle dir an dieser Stelle zwei Dinge: rücksichtslos und Ahnungslosigkeit. Ich gehe einfach im Guten davon aus, dass du es nicht böse gemeint hast, da du sie zensieren wolltest. Du entblößt sie als Muslima aber dennoch, indem du ihre Haare und ihr Dekolleté preisgibst. Das mag für dich und andere vielleicht unverständlich sein, ist aber bei Respekt egal, da man die Würde des anderen nicht antasten sollte. Daher bitte ich dich, das Video so zu editieren, dass entweder das Foto so zensiert ist, dass es weder ihre Haare noch ihr Dekolleté etc. sichtbar zeigt, da es scheinbar nur um die Küche geht, oder du schneidest sie gänzlich raus, was der wirkliche Gentleman-Move wäre. Denn das Foto ist, wie schon erwähnt, ein privates und intimes Foto, das so nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Das Video ist nun seit 4 Tagen online und du hast bisher nichts daran geändert. Vielleicht hast du die Kommentare mit den Hinweisen bisher übersehen, aber solltest mal darüber nachdenken. Ohnehin kenne ich die Selbstjustiz- und Doxing-Praxis nur aus rechten Lager. Daher finde ich es fragwürdig, was du überhaupt damit bezwecken willst, wenn du dich mit solch vertraulichen Dokumenten strafbar machst. Die Frage steht nach wie vor im Raum: Wie kommst du an diese Dinge ran? Und so weiter und so fort. Na? It's a point. It's a fucking point. Trägt und zeigt sie ohne Kopftuch. Und das Ganze rechtfertigt man dann damit, dass die Frau ja nicht immer das Kopftuch trägt. Hätte man irgendein Foto von einer Transgender gelegt und gezeigt, wie sie als Junge vorher aussah, wären bestimmt auch ein paar Leute durchgedreht und hätten bestimmt sogar gesagt, dass man homophob ist, wenn man das Bild gelegt hat. Ach ja, und ich hoffe einfach, dass sich einige von euch die rassistischen Kommentare unter Mimis Video durchgelesen haben. Aber wenn ich dann sage, was für eine Religion ist denn das eigentlich, in der es als Verbrechen gilt, die Haare einer Frau zu sehen? Junge, ist das krank. Ach ja. Schon wieder. Die steinigen ja auch vergewaltigte Frauen, weil diese sich dadurch in die Ehe des Vergewaltigers einmischen und töten Homosexuelle. Außerdem lassen sie Tiere qualvoll ausbluten. Was alles wegen der Religionsfreiheit geduldet und beschönigt wird. Ungläubigen gehört der Kopf abgeschlagen. Was ein Buch, ey. Ja, das ist natürlich schwer rassistisch, ne? Also da müssen wir nicht drüber sprechen, dass das ein fucking No-Go ist, oder? Von euch die rassistischen Kommentare und dann die durchgelesen haben. Aber wenn ich dann sage, boah, ich bin ein bisschen als Ausländer diskriminiert, was sagst du da? Ist bestes Beispiel. Ich bin seit gefühlt 2 Monaten aktiv. Ich habe nichts mit dem Internet zu tun. Hallo. Und dann zeigt mir ein Kollege bei Twitter, was einer über mich postet. YouTuber, wenn sie einen Fehler machen, tut mir leid. APK Upred, ihr habt was gegen Ausländer, ihr seid alle Nazis. Wo habe ich jemals gesagt, dass alle Leute Nazis sind? Da werden Lügen über mich verbreitet. Und Das ist aber wirklich, also da muss ich mir jetzt wirklich einen Punkt geben, weil jedes Mal, wenn man Diskriminierung anspricht, kommt automatisch als Verteidigung, nennst du mich Nazi oder was?
Das ist jedes Mal das Gleiche. Nee. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie Ausländer, wie oft Ausländer das erleben. Fucking, wenn du als Ausländer aufmerksam machst auf Diskriminierung, Bruder, du wirst ja so, die Kartoffel haut dir sofort um die Ohren, nennst du mich Nazi oder was? Nein, das hat überhaupt gar nichts zu tun. Beim Kampf gegen Rassismus geht es auch um die Verbannung von alltagsrassistischen Aussagen. Und dazu müssen diese angesprochen und kritisiert werden, im besten Fall noch mit Verbesserungsvorschlägen. Ja? Nur weil du etwas Rassistisches sagst, bist du nicht automatisch ein Rassist. Unwissenheit und fehlende Bildung, Bruder. ABK, maximal Lost Karl, halte ich bloß fern von dem. Ich habe das nicht vor, in irgendeiner Form mit irgendjemandem zu kooperieren. Insbesondere nicht mit jemandem wie ABK, der ja fernab dieser wahrscheinlich richtigen Punkte, die er teilweise meldet, sehr, sehr viel Unnötiges macht. Aber und auch Verurteilungswürdiges macht. Aber mir geht es darum, dass man auch in solchen Situationen nicht einfach pauschal draufhaut, denn der Mann ist kein Fascho. Bei Faschos kann man eine Agenda feststellen. Das kann man einfach wegwischen. Das ist scheißegal, ob die irgendwas sagen, was korrekt ist. Aber in diesem Fall sprechen wir von einem Menschen, der potenziell, und mit potenziell meine ich ziemlich wahrscheinlich, bis es wird auf jeden Fall so sein, rassistische Erfahrungen macht. Sei das jetzt im Alltag, sei das in der Vergangenheit oder sei das auf YouTube. Die macht er. Und ich finde, das ist ein Thema, über das man sprechen muss. Keiner sagt was. Ein objektiver Meinungsblogger wie Alpha Kevin kommentiert dann darunter: Und Ahmad, anstatt so objektiv und fair wie immer zu sein und wenigstens zu sagen, ey, warte mal, wann haben jemals ein ABK oder ein Upwards gesagt? Und ich bleib dabei. Das ist mir total scheißegal, ob ihr sagt, ich hab's ja nicht mehr alle oder sonst irgendwas. Interessiert mich in dem Fall absolut nicht. Aber wenn Skrulls, Orange Morange und Tanzverbot Ausländer gewesen wären, wären die nicht mehr auf Twitch. Ich bleib dabei. Dass ihr alle Nazis seid. Das, was ihr macht, diese ganzen Bewegungen, der ganze Mainstream, das kann ich auch machen. Weil es ist ein Fakt. Jeder, der gerade noch zur Schule geht, jeder, der irgendwo noch studiert, jeder, der irgendwo arbeitet, weiß ganz genau, dass es wirklich manchmal die Momente gibt, wo man als jemand mit Migrationshintergrund merkt, die wollen gar nicht, dass ich ein Teil von denen werde. Die schließen mich irgendwie ein bisschen aus. Und genauso gibt es das natürlich auch, dass irgendwelche Kennex versuchen, die Almans auszuschließen. Also brauchen wir jetzt nicht dieses Spielchen zu spielen mit, oh mein Gott, er redet von Diskriminierung, Rassismus, das gibt es. Punkt, es gibt es noch. Falls euch jetzt noch nicht klar ist, was ich euch indirekt damit sagen will, dann achtet bitte auf folgenden Vergleich. Was war damals mit der Tanzverbot und Abdel-Sache auf Madeira? Die beiden haben sich gestritten. Abdel wurde komplett gefickt. Er wurde so hart gefickt, dass er auch depressiv geworden ist und sogar mit YouTube mittlerweile aufgehört hat und einen ganz normalen Job macht. Es hat zu dem Zeitpunkt niemanden gejuckt. Er hat Entschuldigungsvideos gemacht. Auf die Entschuldigungsvideos wurde teilweise rumgehackt. Die Abdel-Geschichte habe ich übrigens überhaupt gar nicht mitbekommen, ne? Das war mir damals zu bescheuert. Bei ihm hat kein Streamer ein Statement gemacht und gesagt... Abdel wurde zurecht gefickt. Ich glaube, ich glaube, das kann man galanter formulieren, oder? Hm. Sagt, ey, reicht doch langsam mal bei Abdel, ihr könnt doch nicht jedes Video von ihm tothaten. Stattdessen wurde Abdel sogar noch richtig angeschrien, als er gesagt hat, dass er sich diskriminiert fühlt. Tanzverbot in keinster Art und Weise irgendjemand hier diskriminieren wollte mit seinen Aussagen und als... Hat er aber. Ja, gut, aber jetzt hör doch mal auf, Alter, du laberst immer die gleiche Scheiße. Wie kannst du überhaupt noch... Ich möchte hier kurz an der Stelle unterbrechen. Ich finde... Die typische deutsche Entschuldigung, ich wollte damit niemanden diskriminieren, ist eine, die wir nicht mehr durchgehen lassen sollten, wenn es um Kritik geht. Bei Verhaltensänderung bedeutet, dass Intention komplett egal ist. Wenn ich nicht vorhabe, rassistisch zu sein, aber dennoch rassistisch bin, dann spielt das für die betroffene Person keine Rolle. Denn mit meiner Intention kann die Person sich nichts kaufen. Ne? Ich will das nur sagen. Den Mund aufmachen. Jetzt verfick doch mal, bist du der Typ in der scheiß Opferrolle. Ich hab mir dir nur gesagt, dass du es gemacht hast. Mein Empfinden ist so, ich hab dir das gerade ausgedrückt. Ich habe dir nur gesagt, dass du für mich gefühlt
es diskriminierend war. Mein Gefühl. Die wollen uns Kennex gar nicht die Chance geben, zu sagen, wie wir uns gerade fühlen, ob wir uns gerade unterdrückt fühlen oder sonst was. Und guck mal, was dieser politisch korrekte Stay sogar noch über mich gesagt hat. Ich wünsche dir ein schönes Leben, ABK. Und wo wir damals gesagt haben, aufgrund der ganzen Mod aus dieser ABK-Zuschauerschaft, ich glaube, da sind 17 Anzeigen rausgegangen. Also da wollte man mich töten, meine Familie, meine Hunde, alles. Damit schießt man sich nun mal ins eigene Bein, weil das ging gar nicht. Ne? Ich habe die ganzen Nachrichten, habe ich alle gesehen, das ist ein absolutes fucking No-Go. Damit sorgt man dafür, dass wir Deutschen diesen Rassismusvorwurf relativ easy beiseite werfen und uns nicht damit beschäftigen. Weil wir uns lieber auf Morddrohungen und so einen Scheiß konzentrieren. Ist absolut in Ordnung. Ja. Mit den Leuten würdest du wirklich nichts zu tun haben. Wirklich. Das ist menschlicher Abfall. Also du kannst mit diesem toxischen solltest du wirklich nichts zu tun haben. Ey, wer hat deine Mutter gefickt, dass du mich Huren so nennst? Sind wir Freunde? Geh mit deinem... Ja. Es tut mir sehr leid, aber damit dislegitimiert er eben in den Augen aller und auch in meinen Augen potenziell berechtigte Kritik. Ne? Niemand wird sich auf die wahrscheinlich sinnvollen Denkanstöße in einigen Bereichen konzentrieren können, wenn solche Eigentore geschossen werden. Das ist bedauerlich. Deinen Hunden aus einer Schüssel fressen, du Bastard. Niemand sagt, ey. Ich fresse übrigens mit meinen Hunden aus einer Schüssel. Ja, ich habe auch kein Problem, ist lecker, ne? Ist halt lecker. Weiß ich nicht, wo da die Beleidigung sein soll. Ist der, warum beleidigst du an ABK als Hurensohn? Ist ja auch egal, ich bin ja eh nur irgendein Kennecker auf dieser Plattform, der ja nicht sagen darf, dass er sich irgendwo diskriminiert fühlt. Ich brauch's euch gar nicht sagen. Ihr merkt es gerade selber, Leute. Und mit Kennex meine ich Leute mit. So Südländer-Mentalität, finde ich. Weißt du, dass man so sagt, ja, wir sind so Brüder bis zum Tod, so egal was passiert, wir stehen hinter dir. Die beschweren sich darüber, dass ich irgendwelche vulgären Begriffe benutze, aber dann... Wenn die anderen beiden dich noch hören, weil die ja noch in der Lobby sind, dann sag den beiden mal, dass das Hurensöhne sind. Und dann noch ein anderer Vergleich. Ein Tanzverbot, er hat auf der Gamescom eine Auseinandersetzung gehabt. Was ist passiert? Diese ganzen Casino-Streamer wurden gehatet. Wenn ein Tanzverbot aber auf der Gamescom Hurensohn zu jemandem sagt... Stork essen schmeckt halt. Ja, das stimmt, das ist richtig. Und alle Leute sich ja normalerweise von diesem Wort distanzieren, wird darüber gar nicht mehr geredet. Wenn ich aber auf YouTube anonym Hurensohn sage, heißt es, boah, der asoziale ABK. Und jetzt sage ich euch eine Sache. Meiner Meinung nach, wenn das, was auf der Gamescom passiert ist, nicht ein Tanzverbot gemacht hätte, sondern sagen wir jetzt mal ein Abdel oder ein ABK, er hätte ein Hausverbot bekommen bei der Gamescom, bestimmt sogar noch einen Twitch-Bann bekommen, da brauchen wir uns nichts vorzumachen mit, oh mein Gott, er will wirklich die Ausländerkarte spielen, hätte ein Vrahim, ein Hakim, ein Yusuf auf der Gamescom versucht, einem YouTuber-Streamer einen die Fresse zu hauen, die hätten seine Mutter gefickt. Also Leute, wie zum Beispiel jetzt dieser Scrooge, bei dem kommt keiner und sagt, ey, übertreibt man nicht. Er wird von einem Streamer im Livestream einfach als Hurensohn beleidigt. Scrooge war ja immer schon ein Hurensohn, Alter. Also, der hat nur ein bisschen Relevanz bekommen, weil er halt ein Hurensohn ist. Und das Krasseste ist... Und ich möchte mich noch dazwischen melden als jemand, der die Beleidigung ebenfalls genutzt hat und sich mittlerweile davon entfernt hat, sie zu verwenden. So gut wie möglich. Ich glaube, Ausrutscher passieren nicht mehr. Es ist auch eine schwer sexistische Beleidigung. Ja. Da haben wir also nicht nur eine potenzielle Ehrverletzung der Mutter, sondern gegen Frauen. Gerade diese Leute, die so Casino-Streamer kritisieren, öffnen FIFA-Packs und geben da voll viel Geld aus. C-Cadam, so ein TJ, benutzt Gendersprache und sonst was, kritisiert alles und macht auf mies korrektes politisches Vorbild, aber hat Kooperation mit Krombacher und macht Werbung für Bier. Also mit Alkohol den Menschen nicht schadet. Genau wie Casino auch scheiße. Man merkt auch, dass so andere Leute, wie zum Beispiel jetzt ein Ron Bilecki oder ein Knossi, die auch Casino-Streamen oder gestreamt haben, wurden die in irgendwelchen Livestreams als Hurensöhne beleidigt? Wurden die auf irgendeinem Event fast angegriffen und beleidigt? Oh, was redet ihr? Jetzt muss ich jetzt hier wieder gucken oder was, und weil die Leute gegenseitig. Spul zurück und hör es dir nochmal an und quatsch mich nicht dumm an. Oh Gott, was ist denn das für eine Sprache, die hier verwendet wird? Wo wird was geschrieben? Wo ist es denn?
Abdel war in diesem Stream komplett destruktiv, hat alles unterbrochen, was im Ansatz konstruktiv war und war der Einzige, der irgendwann diese rassistische Beleidigung gehört haben will. Wenn man sowas als Beispiel nimmt, dann macht man sich nur unglaubwürdig, in deinen Augen. Aber auch hier hat man wieder nicht das Gefühl, dass es ABK, ach komm, ich lese mir sowas eigentlich gar nicht durch, ey. Können wir uns bitte irgendwie nicht in die Kartoffelverteidigungsposition drängen und versuchen, bei diesem Konflikt die große gesellschaftliche Problematik dahinter zu erkennen und was Positives davon mitzunehmen, was wir aktivistisch für uns alle nutzen können, um den Planeten zu einem besseren zu machen? Wie wär's denn damit? Wie wär's denn, wenn wir einfach diese Situation nehmen und nicht sagen, aber Karl, ABK ist trotzdem scheiße? Ja, ist so. ABK ist scheiße. Abdel ist wahrscheinlich auch ziemlich scheiße. Ich habe davon nichts mitbekommen, aber von dem, was ich so gehört habe, ist der auch ziemlich scheiße. Und es gibt, jetzt wird ein kleiner Spoiler wird hier raus, es wird noch sehr viele andere geben, die rassistische Erfahrungen machen und die scheiße sind. Dennoch können wir das nutzen, um das große Bild dahinter zu erkennen. Und zwar, dass Menschen mit Migrationsgeschichte rassistisch diskriminiert werden. Und zwar gesellschaftlich. Gesellschaftlich bedeutet ebenfalls auf YouTube. Das passiert. Day sagt aber auch, menschlicher Abschaum ist schon Borderline-Faschosprech. Alter, was? Day wurde von Faschos gejagt. Was laberst du? Day ist kein Faschist. Menschlicher Abschaum ist Borderline-Faschosprech. Es geht um eine Entmenschlichung und zwar ziemlich direkt. Das wird von Faschos benutzt. Weil er das gesagt hat, macht ihn das nicht zu einem Fascho. Weil er kein Fascho ist, heißt das nicht, dass das nicht trotzdem Borderline-Faschosprech sein kann. Okay? Bitte, versucht es zu verstehen. Jemand, der absolut nichts mit Rassismus zu tun hat, kann dennoch rassistische Aussagen tätigen. Jemand, der nicht homofeindlich ist, kann trotzdem homofeindliche Aussagen droppen. Und jemand, der nicht transfeindlich ist, kann trotzdem transfeindliche Aussagen tätigen. Das hat was mit Aufklärung zu tun. Okay? Und wir müssen aufhören, wenn wir gesellschaftliche und vor allem strukturelle und institutionelle Probleme lösen wollen, gerade die von Marginalisierten, müssen wir aufhören mit 10 Sekunden Pauschalurteilen. Da müssen wir aufhören. Wenn ich transfeindliche Dinge von mir gebe, und das tue ich, oder rassistische Dinge von mir gebe, und das tue ich, dann habe ich mir mittlerweile ein relativ gutes Fundament aufgebaut, dass die Leute realisieren, okay, das geschah aus Unwissenheit. Und dann werde ich korrigiert, dann klärt man mich auf und dann versuche ich das sein zu lassen. Ja? Das ist der korrekte Umgang. Wenn ich etwas Transfeindliches von mir gebe, möchte ich korrigiert werden. Und dann möchte ich nicht gesagt bekommen, der Karl ist kein Transfeind, also ist das auch nichts Transfeindliches. Doch, ich bin kein Transfeind. Aber dennoch bin ich absolut in der Lage, transfeindliche Dinge von mir zu geben. Das geht. Und das geht bei allen anderen auch. Das ist auch nicht schwer zu verstehen, glaube ich. Das kriegt man ganz gut hin. Nein. Aber wenn dieser Screwhouse gerade von allen gehatet wird, juckt es die Leute nicht, dass er als Hurensohn leistungsbeleidigt wird, dass er fast angegriffen wurde auf der Gamescom und dabei sogar noch beleidigt wurde. Irgendwann hat dieser Screwhouse sich gewehrt und auf Twitter ein paar Sachen gepostet. Dann hat er zum Beispiel gepostet, dass Tanzverbot damals Folgendes auf Twitter gepostet hat. Welche YouTuberin würdet ihr gerne vergewaltigen? Daraufhin schreiben dann Leute in die Kommentare, boah, der Post von Tanzverbot ist doch schon voll lange her, warum wird jetzt in der Vergangenheit rumgewühlt und sonst was? Ach so. Wenn aber bei einem Up-Red in der Vergangenheit rumgewühlt wird, wird er sogar heute noch dafür bestraft und komplett gecancelt für Dinge, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Das Heftige dabei ist ja, dass sehr wohl die Leute davon damals auch wussten. Diese YouTuber wurden zu der Zeit aber nicht gecancelt und die geilste Ausrede ist auch immer, wenn Leute sagen, die Person hat sich mittlerweile entwickelt, ist reifer geworden, hat reflektiert. Dann stelle ich mir die Frage, warum sind dann die Postings noch aufzufinden? Wenn eine Person doch reflektiert, über ihr Handeln nachdenkt, dann
gehe ich doch als öffentliche Person auf meinen Kanal. Dann lösche ich auch diese Sachen. Ich hab's vergessen. Ich habe so viele Postings und so viele Videos gemacht. Ja, dann mach weniger Postings und weniger Videos und denk drüber nach, was du postest. Allein diese ganzen YouTuber und Streamer, diese ganzen Sachen nicht gelöscht haben und das erst machen, nachdem ich das irgendwie vielleicht gezeigt habe, zeigt es ja, dass ihr wohl doch nicht so krass nachgedacht habt. Ihr seid nicht reflektiert. Ihr habt euch nicht entwickelt. Ihr habt euch einfach nur dem Mainstream angepasst. Erst vor kurzem wurden wieder einfach mal so nebenbei Lügen über ApoRed verbreitet. Der YouTuber Einblase hat ein Video gemacht, in dem er auf irgendwelche alten YouTube-Beefs reagiert. Und in dem Video sagt er folgendes. Aber die meinte, das waren zwei große YouTuber, die komplett in weiß dort waren. Also die komplett weiß. Ja, das wird mir jetzt auch. Das geht jetzt wieder in die Verteidigungsgeschichte, wo ich nichts mehr zu tun haben will. Aber man kann aus diesem Video tatsächlich etwas mitnehmen, ne? Und zwar, dass wir tatsächlich wahrscheinlich auch auf YouTube ein Problem haben mit rassistischer Diskriminierung und Ungleichbehandlung. Das haben wir. To walk on stormy seas.